Wenderennen. Also, jetzt kommen die Autos ins Spiel. Kommt mit nach vorne und mit nach draußen. Ich glaube, es hat sich ein bisschen abgekühlt. Brauchst du die Jacke? Nee, ja. Wir haben alles da. Tschüss, bis gleich, ne? Wir haben alles da. Zieht euch warm an. Ja, okay. Doppelt? Weil soll ich tauschen lieber? Schirmchen? Ach, Gott, ja, sicher. Danke, ja, ganz lieb, ganz lieb. Der ganze Platz ist unter Wasser. Gummistiefel haben wir auch. Danke. Eben. Und was macht die Kondition? Gut. Das ist hart gewesen. Ich habe auch nicht so viel machen können. Ja, das Ding ist so riesig gewesen. So gefühlt helfen da so 5 cm Körpergröße. Ist schon sehr. Ja, die 5 cm hat Amira. Und längere Nägel. Aber gutes Spiel. Ja, voll. Also mit den Nägeln buzzern, meinst du? Ah, ein Schirm. Wir gucken mal. Brauchen wir einen Schirm? Ich dachte, es regnet nicht mehr. Wir schauen nach draußen. So, jetzt wird Auto gefahren. Wie gut seid ihr im Autofahren? Eigentlich gut. Ich habe es ja letztes Mal aufs Korb auf den Kopf gestellt. Stimmt. Was hast du gemacht? Oh, auf den Kopf gestellt? Oh, fast. Ja. Wird heute nicht passieren. Wie gut. Doch, es regnet doch noch ein bisschen. Oh ja. Aber. Soll ich halten? Achso, nein, ich. Oh, ich hab dich ein. Ich. Der Bus. So, komm. Ich fahr dann mal, gell? Ich bin ja schon mal froh, endlich mal frische Luft, mal irgendwie ein Gefährt, ja, ich selber nicht mehr so richtig körperlich anstrengen muss. Wir gucken nach unten, ich glaube, es wird irgendwann Pfützen geben, aber es ist egal, das kriegen wir hin. Nee, hier habe ich doch irgendwo geparkt. Schön, die Schuhe. Du hast hier geparkt? Ich glaube, ja. Wir haben dich nicht abgeholt. Die letzte. Was ist denn mit uns los? Ach so. So, wir haken uns ein, weil wir hier uns einen Schirm teilen. Amira, das hat überhaupt nicht, wir können uns auch einhaken. Auch einhaken. Ja, wir haken uns alle ein. Ich teile auch meinen Schirm gerne. Sehr gut, sehr gut. Also, Autofahren. Ja. Wie sieht es denn so mit Wenden aus? Wenden? Ja, Wenden also in 3 Zügen oder in 15 oder... Ihr könnt gut Autofahren, ja. Hab ich das Gefühl. Das müsst ihr jetzt auch. Ich zeige euch jetzt gleich mal, was wir machen. Mhm. Jeder hat ein Auto. Ja. Und wir haben praktisch 2 Wendehammer vorbereitet. Ihr müsst vorwärts in diesen Wendehammer rein, drehen und vorwärts wieder raus. Über die Ziellinie, in den anderen Wendehammer, das gleiche nochmal. Und dann wieder über die Ziellinie. Wenn ihr es gesehen habt, ist es völlig, völlig leicht. Oh, die vor uns, sie treten ja alle in die Pfütze rein. Ach, dürfen wir es mal sehen? Jetzt. Machst du das vor? Nein, ich darf das nicht vormachen. Ihr müsst euch gar nicht umziehen, das ist schon mal, weil... Es regnet doch gar nicht mehr, Leute. Geil. Sag ich doch. Hübi. Also, das ist unsere Apparatur. Ja. Hier wird Wenderennen gespielt. Jeder bekommt ein Auto. Aber eine ganz kurze Frage. Leichter Hinweis, eure Namen stehen dran. Frage jetzt schon, ja? Geht das auf Zeit? Natürlich. Ihr spielt gegeneinander. Das heißt... Doch. Es ist der ganze Abend ist ein wenig mit Stress unterlegt. Ihr fahrt hier von der Startlinie in dieses Sechseck. Nochmal? Ne? Fahrt mit dem Auto in dieses Sechseck rein. Reinfahren. In diesem Sechseck. Ja. Das ist klein, aber ihr habt ja gesagt, ihr fahrt gut Auto. In diesem Sechseck wird gewendet. Okay. Ja. Ja? Natürlich habt ihr keine Kamera und ihr habt auch keine Parktronik. Ihr müsst wenden, ohne dass diese Stangen, und jetzt kommt mit, das ist jetzt entscheidend. Abfallen? Berühren wir mal sie wohl hoffentlich. Die sind nur draufgelegt. Oh, nee. Ja? Und wenn die runterfallen, steigt ihr aus. Vorher schnallt ihr euch ab, weil ihr euch natürlich angeschnallt habt, sonst fahren die Autos nicht. Ihr schnallt euch ab, legt diese Stangen wieder drauf, steigt wieder ins Auto ein, schnallt euch an und fahrt dann wieder weiter. Okay. Ja? Weil wir so nett sind und es so geregnet hat, machen wir sogar euch die Kamera an. Ja? Ihr habt trotzdem eine Rückwärtskamera, aber da ist nicht viel Platz, das seht ihr. Ihr fahrt da rein, wendet, fahrt wieder über die Ziellinie ins andere Hektagon, dreht da auch und dann kommt ihr zurück, alles ohne Pause. Und wer dann das zweite Mal über die Linie gefahren ist, schneller als die andere, hat diesen Durchgang gewonnen. Also ganz kurz, einmal heißt reinfahren, wenden, über die Ziellinie, dort wenden, dann wieder über die Ziellinie. Und das war's. Das ist einmal. Und wer das von euch schneller schafft, hat einen Durchgang gewonnen. Und wer als erstes 3 Durchgänge gewinnt, hat dieses Spiel gewonnen. Ich dachte, es geht um die wenigsten Manöver. Nee, Manöver sind völlig egal. Ach so, ja, da. Nein, Manöver ist egal.
Natürlich, je weniger man braucht, desto schneller ist man. Aber das zählen wir nicht, sondern es wird einfach nur gewertet, wer schneller im Ziel ist. Okay, ja? Muss ich nicht zwangsläufig hören, weil das Ding hier bei mir nicht drin ist. Zählt nicht so. Ich habe dieses Teil hier nicht am Ohr. Muss mich gar nicht hören. Nee? Ich sag dir theoretisch ja nur, wann es losgeht. Ja, das ist dann schlecht. Oh, Leute. Oder aber ich muss natürlich rufen, wenn eine Stange runtergefallen ist. Ach, ne? Ist aber gut klimatisiert. Ja, versuch es rein zu tun. Ich werde so wenig nerven, wie es eben möglich ist. Lass mich mal gucken. Ich muss bis nach vorne fahren. Warte. Ja. Ich bin nicht so groß. Vorne. Du sollst dich wohlfühlen. Ich bin nicht so groß, okay. Es ist ein E-Auto. Ja, ich weiß. Natürlich. Selbstverständlich. Anschnallen. Okay. Ich guck mal drüben bei Amira. Jo. Wie geht denn dieser Scheibenwischer an? Moment. Ich dachte, es regnet nicht mehr. Wir brauchen keinen Schein. Ja, ein bisschen. Da ist ja noch Regen drauf. So. Kamera einstellen. Amira? Ja? Alles gut? Oh. Ich wollte die hier. Warte. Ja, genau. Wie geht das runter? Ich hätte gerne den Führerschein und die Fahrzeugpapiere. Moment. Ja, die liegen bei Matthias. Das bin doch ich. Oh. Gut. Sie haben wohl getrunken, was? Nein, hast du nicht. Also, du bist klar? Ja. Warte mal. Okay. Und Vanessa ist auch klar. Dann können wir also gleich starten. Aber Scheibenwischer sind an. Alles klar. Amira? Ja. Vanessa? Jo. Läuft. Wenderin startet in 3, 2, 1. Auf geht's. Wir können die Dinger fahren, aber... Wir haben natürlich einen extrem kleinen Parcours gemacht. Das heißt, man sollte wirklich jeden Zentimeter ausnutzen. Das ist ein, hat Matthias schon gesagt, voll elektrischer Ford Explorer. Jetzt gucken, ne? Jungs, gegen die Stange fahren, sonst wird der Hinweis kommen, wenn sie es selbst nicht mitkriegen, die Stangen wieder aufzulegen. Aber man kann sich auch so ein bisschen in eine Sackgasse fahren. Dann wird es schwierig. Ja. Also, sie hört mich doch auch. Da läuft die Zeit. Können wir uns nur einfach mal merken, so aus Spaß, denn wir fahren ja mehrere Durchgänge. Da kommen wieder die Sprüche. Na, die Frauen und am Steuer. Ah, kein Spruch, komm. Das ist schwierig. Das ist wirklich. Einfach weitermachen. Warte mal, ich muss das jetzt mal neu angehen, oder? Ja? Wir können auch so ein bisschen mal reinhören. So. Wendekreis, eigentlich ja unter 10 Meter. Ah, ja, sie macht wahrscheinlich das Richtige hier. Amira, einfach noch mal raus, noch mal eher rein. Und Vanessa wahrscheinlich mit ähnlichen Problemen. Also man muss wirklich jeden Zentimeter ausnutzen. Der hat diese 360-Grad-Parkkamera. Wir hören ja auch so ein bisschen das Piepen. Und wir sehen eben diese Stangen. So, war das jetzt besser? Nee. Bei Amira. Nicht wirklich, ne? Wir gucken mal jetzt gleich. Die sieht verblödet. Oh Gott. Mein also? Ich sehe gar nichts. Beide würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, doch eigentlich auf keinem schlechten Weg, oder? Die Sekunden dort links. Können wir uns dann gleich mal anschauen, was wir für eine Entwicklung haben. Achtung, auch ein Treffer vom Pfosten kann natürlich dazu führen, dass so ein Balken dort runterfällt. Aber wie gesagt, es gibt hier nicht wie kürzlich noch in Versailles Straf. Punkte oder Sekunden, sondern hier muss man dann selbst wieder auflegen. Guck mal hier. Das Zurückfahren hat sich gelohnt. Und jetzt gemerkt, wie es ging. Oh, verdammt. Wir haben hier ein Hexagon, ist es, glaube ich, wo gefahren wird. Ja. So, aber da ist auch Vanessa unterwegs. Und das Gute ist ja auch, du merkst dir auch so ein bisschen, hier mal gesehen, wie viel sie verschenkt haben, beide übrigens. Also du merkst dir natürlich auch, wie es ging und dann für die nächsten Durchgänge vielleicht alles ein bisschen besser machen. Überall noch Luft, ja? Aber hier, Amira über die Linie, zack. Das ist der erste Durchgang für Amira. 170 Sekunden ungefähr. Ich sag euch, die Lenkung ist aber geschmeidig, muss ja, ich sagen. Ja, alles geschmeidig. Schon geschmeidig. Haben sie gut gemacht. Aber Vanessa kommt auch. Das heißt, ein bisschen Learning war da. Zack, dort drüber. Keine Stange gefallen, das war sehr gut. Jetzt einmal Seitenwechsel. Da durchfahren, ihr könnt ruhig in die andere Richtung beide starten.
Nee, durch die gleiche Tür nicht. Hä? Wohin? Wir müssen einmal den Parcours wechseln, damit es... Ich soll hier hin. Kannst du auch ran? Genau. Da? Fahre ich jetzt richtig? Achtung, auf Amira fährt auf den Weg nach Leverkusen. Darf ich über die Kabel fahren? Ja, über Kabel fahren, aber keine Kameraleute umfahren. Hier das oder wäre hier? Schön. Wo soll ich denn fahren? Ich komm hier, ne? Kommen Sie. Alles in Sicherheit. Planning hier. Achtung, hier, da rein. Ja, okay. Sehr gut. Nein, ja, das war zu viel. Doch rückwärts, oder? Ja, das war zu viel rückwärts. Ja, ich wollte jetzt. Nein. Ach, seitenverkehrt. Ja. Da fährst du erstmal durch und dann drehst du da. Und du musst ja nicht im Hexagon drehen. Hä? Ach, schade. Ja, ich hätte es jetzt anders gemacht. Du hättest es anders gemacht. Jetzt mal vertraut. Gut, vertraue ich dir das nächste Mal. Ich habe ja gesehen, du kannst gut wenden. Du führst nämlich mit 1:0. Diese Gang. Stopp. Ja? Bisschen zurück, bitte. Da. Noch ein bisschen. So, Vanessa, ja? Ein bisschen vor, wenn du magst. Stopp! Zu viel? Bisschen zurück. Und dann kommt jetzt der zweite Durchgang. Wer als erstes drei Durchgänge für sich entschieden hat, hat dieses Spiel gewonnen. Spiel 4, Wenderennen. Ihr seid bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig. Und das Gute ist, dass beide jetzt gezeigt haben, dass sie es können. So, was nimmt man da jetzt für Erfahrungen raus mit? Und gehen beide dann auch irgendwann ein bisschen mehr Risiko, gerade was vorn betraf. Amira hat also den ersten Durchgang gewonnen. Wir haben auch unten wieder die Zeit. Das waren so ungefähr 170 Sekunden. Und das muss doch eigentlich schneller gehen. Wenn wir uns erinnern, dass Amira ja sogar einmal völlig neu angesetzt hatte. Also noch mal raus aus dem Hexagon. Während Vanessa sich dort durchgequält hat. So, es wird gekurbelt. Achtung, Amira schon wieder unterwegs. Ja, jetzt fährt die links an, geht rechts ganz weit nach vorne. Mein so. Das ist ja ein enger Parkplatz hier. Das muss eigentlich schneller werden. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, was das für eine Steigerungsrate war. Oh, guck mal, auch dort hinten Vanessa schon da. Das heißt, jetzt kann wirklich jedes Vorwärts-Rückwärts hier den Sieg dieses Durchgangs bedeuten. Gibt es mehr Risiko? Fährt man vorne gegen? Denn aussteigen und die Stange drauf machen, das wird richtig Zeit kosten. Oh! Das ist Vanessa, oder? Vanessa! Wenn der Gang nicht reingegangen ist, ey! Wieder tauschen! Ach, okay. Vanessa, das war dein Durchgang. Matthias, guck mal, 0,3 Sekunden. Keine Sekunde dazwischen. Oh, nervig. Und auch was für eine Steigerung auf 77 Sekunden von 170. Wahnsinn. Ausgleichende Gerechtigkeit, Vanessa. Eben haben dir 3 Zentimeter gefehlt beim Buzzer. Jetzt hat es gereicht. 1:1. Und sehr, sehr spannend. Wir werden noch mal ein bisschen uns hier an der Linie ausjustieren, denn ihr seid bereit. Wir machen genauso weiter. Das war richtig stark. Und hier ist Durchgang Nummer 3. Auf die Plätze, fertig. Also beide knallen da echt richtig los mit diesen Autos. Ja. So, jetzt hier mal so ein bisschen mit 2. Hey, ja, beide verschenken nach wie vor vorn einiges. Ne? Hinten echt immer super. Ja, geht das erste Mal ein bisschen mehr Risiko. Oh, ich glaube, bei Vanessa wird es wieder ein bisschen eng. Oder ist das so wie bisher? Beide, ne? Wie lange waren wir in der Werbung? 7 Minuten oder so, ne? Da wird es schon ein bisschen spannender. Vorne ganz, ganz knapp bei beiden. Oh, hinten bei Vanessa ist hinten eine Stange weg. Vanessa raus. So, und Amira ballert hinten los. Das Vanessa muss jetzt hinten ein bisschen frei machen. Ja, bei ihr kann ja auch was runterfallen. Aber es ist so, ne? Ja, genau. Nein, weitermachen, wirklich bis zur Linie. Wirklich weitermachen. Ja, und da darf man sich auch mal beeilen. Und vor allen Dingen müsste man vielleicht frei machen. Ja, richtig. Na los, nein, weiter. Never give up. Wer weiß? Sie weiß es ja aus der Situation, wenn man mal auf die Gesamtpunkte jetzt in der Show schauen, wie es ist, von hinten die Show aufzurollen. Okay. Aber hier klare
Durchgang 3 geht an Amira. 2:1. Ihr. Aber es war's doch, oder? Nee, wer als erstes 3 Durchgänge. Ach so. Ja. Das heißt, das best of 5. Vorsicht. Also beide eine super Tendenz gehabt, das muss man jetzt auch mal sagen, ne? Die Verbesserung also. Oh, das ist voll geil. Mehr als 170 Sekunden. Fährt aber ganz schön hier. Ja? Also der fährt ganz geschmeidig, muss ich sagen. Das merke ich, Amira. Was heißt B? Willkommen im vollelektrischen Zeitalter. Ich fahre die noch mal um, ja, dann könntest du... Hier wird niemand umgefahren. Ah ja. Ich hoffe, sie hat das gehört. Haken nicht, stopp. Okay. Alles klar. Vorsicht, Matthias, ich will jemanden umfahren. Ja, ich weiß, ich setze gleich meinen Wendeautohelm auf, dann kann mir nichts passieren. Ich stehe ein bisschen weit vorne. Du stehst etwas zu weit vorne, reicht, sehr gut. Vanessa weiß, dass sie es kann. Sie hat schon einen Durchgang gewonnen. Mit dem hauchdünnen Vorsprung von 0,3 Sekunden. Sehr gut. Das heißt, 2:1 nach 3 Durchgängen für Amira. Gewinnst du auch diesen Durchgang, Amira, hast du das Spiel gewonnen. Vanessa, du musst ausgleichen. Dann haben wir einen entscheidenden 5. Durchgang. Ihr seid bereit? Warte, ja. Alles gut? Ich kann ja mal aufhören zu schreien, da hinten ist ja super. Was? Das sind Fans. Die feuern euch an. Amira, ja? Vanessa auch? Alles klar? Ja. Ich gehe hier weg, die fahren zu schnell. Auf die Plätze, fertig. Auf geht's also noch einmal. Wird jetzt hier Amira durchziehen oder schlägt das Vanessa Imperium doch noch einmal zurück? Wir werden es gleich sehen. Ja, also Amira, die führt. Wir hören es immer, wir sehen auf die Kamera so ein bisschen und wir sehen es natürlich oben aus einer Perspektive, die besser ist, als beide Fahrerinnen haben. Ah, geht großes Risiko, zack, knallt hier durch. Aber das war ja vorhin auch so in dem Durchgang, wo Vanessa May gewonnen hat. Oh, da hat sogar die Mittags durchgedreht. Aber es hat ja auch ziemlich lange sehr, sehr stark geregnet. Wir haben es gesehen, deswegen haben wir also das Spiel nach hinten verschoben. Die alten Punkte sind allerdings noch hier im Pott. Die sind also bei Spiel. Geht das vorne? Ja, ohne Vorsagen. Also, los über die Linie. Zack. Und damit der Sieg für Amira. Diese scheiß Handbremse, Alter. Ich könnte kotzen. Oh, was war los? Handbremse. Ich glaube, fick dich. Aggressivität hinterm Steuer. Ah. Wir kennen es alle. Immer. Wir kennen es alle. Alter. Aber du hast dich gut im Griff, Vanessa. Motor anlassen oder aus? Mal kurz aus. Ja, das muss raus. Ich bin auf die Handbremse gekommen. Ja, ärgerlich. Das war, du warst ich da, war schneller gewesen, da, du warst war da in der Führung, Handbremse. Ne? Macht nichts. Mund abputzen. Amira. Ja. Du und das Auto. Das matcht. Du hast dich kurz schockverliebt. Das hat dir Spaß gemacht, habe ich gesehen. Mega, ich liebe Autofahren. Glückwunsch zu deinen 4 Punkten. 4 Punkte auf dein Konto. Das bedeutet,